I'm seeing things in my head, like ich sehe Dinge, die sich wie kleine Funken entzünden. Erst in allerletzter Sekunde geben sie mir zu verstehen, was um alles in der Welt sie bedeuten. So einem Menschen bin ich noch nie begegnet. Er hat mich total umgehauen. Für Wissenschaftler ist Daniel Tammet eine wahre Goldgrube. So etwas wie ihn gibt es nur einmal. Dieser Fall könnte der Schlüssel zu neuen Erkenntnissen sein. Warum sind nur alle so aufgeregt? Genial. Übermenschlich. Daniel Tammet behauptet, dass er bereits mit 4 Jahren komplizierte Rechenaufgaben im Kopf gelöst hat. Im August 2002 besuchen wir ihn zum ersten Mal, ausgerüstet mit einem Taschenrechner. Meinen Rechner hier kannst du doch nicht sehen, oder? Wir stellen Daniel die erste Aufgabe. Er soll 37 mit sich selbst multiplizieren und das 4-mal. Okay. 37 hoch 4. Eine Million? Ja. 874.161. Erstaunlich. Nur damit niemand sagt, du hättest vielleicht einige Aufgaben auswendig gelernt, lass uns noch eine machen. Sagen wir 13 geteilt durch 97. Null Komma eins drei vier null zwei null sechs. So weit geht gerade mein Taschenrechner. Toll. 1855 67. Noch weiter? Ja, soll ich aufhören? Bis zu wie vielen Stellen rechnest du? 100. Fast 100. Der Taschenrechner kommt nicht mehr mit. Wir nehmen einen Computer, der 32 Stellen hinter dem Komma anzeigt. Okay, 0,13402 06185567. Jede einzelne Zahl stimmt. Und Daniel übertrifft sogar den Computer. 4, 6, 3, 9, 1, 7, 5, 2, 5. Weiter kann der Computer nicht. Es ist alles hundertprozentig richtig. Wahnsinn. Wenn du deine Finger auf dem Tisch bewegst und sie zu Figuren formst, was geht dann in dir vor? Ich sehe Zahlen und sehe sie doch nicht. Es ist merkwürdig. Ich sehe Bilder, Formen und Muster. Regelmäßig angeordnet wie eine Struktur aus Wassertropfen. Es reflektiert und ist gleichzeitig durchsichtig, metallisch, wie eine Blase oder Wolke. Alles geht blitzschnell. Wenn das alles wahr ist, widerspricht es jeder wissenschaftlichen Theorie. Daniels Gehirn rechnet, ohne dass er wirklich nachdenken muss. Es ist unglaublich. Aber Daniel spielt nicht nur mit Zahlen, er ist auch ein wahres Sprachgenie. Er spricht 9 Sprachen und behauptet, dass er nur eine Woche braucht, um eine weitere Sprache zu erlernen. Ist Daniel tatsächlich in der Lage, schwierigste Rechenaufgaben einfach im Kopf zu lösen? Und ist es möglich, eine Sprache in nur 7 Tagen zu erlernen? Wir haben Zweifel und werden Daniel von Wissenschaftlern testen lassen. Und wir geben ihm eine Woche Zeit, um Isländisch zu lernen, bevor er im Fernsehen damit live auf Sendung geht. Unsere Reise beginnt in Oxford.
Im März 2004 überrascht uns Daniel mit einem überwältigenden geistigen Stunt. Ziel ist es, die Zahl Pi bis zur 22.500. Stelle hinter dem Komma aufzusagen. Und das live und unter Aufsicht von Prüfern. Sie kontrollieren und stellen sicher, dass das, was ich sage, von Anfang bis Ende richtig ist. Pi ist der Kreisumfang geteilt durch seinen Durchmesser. Es ist eine Zahl ohne irgendein Muster und sie scheint unendlich zu sein. Daniel will die ersten 22.500 Dezimalstellen hinter dem Komma fehlerlos herunterbeten. 1415924523654860923459024690954970857780699557171. Zwei Stunden später ist Daniel bis zur Hälfte durch und völlig ausgelaugt. Es verschlägt einem die Sprache. Es ist ein schönes Gefühl, dem Fluss der Zahlen zuzuhören und diese Konzentration zu sehen. Es ist unglaublich, einen der außergewöhnlichsten Menschen der Welt zu sehen. Es hat was Religiöses. Dieses stille Runterbeten von Zahlen. Faszinierend. 5670911051720287481. Nach 5 Stunden und 9 Minuten ist Daniel fast fertig. Sein Gedächtnis funktioniert perfekt. 3, 5, 8, 7. Fertig. Ja. Einfach brillant. Brillant, ja. Aber wie funktioniert sein Gehirn? Hat Daniel tatsächlich die seltsame Kraft, Zahlen, Lösungen, Antworten in seinem Kopf als Bilder zu sehen? Vielleicht hilft ein Blick in seine Kindheit. Daniel Tammet ist als eines von 9 Kindern im Osten von London aufgewachsen. Schon mit 4 Jahren war er imstande, komplizierte Rechenaufgaben zu lösen. Als sehr kleines Kind hatte ich einen Krampfanfall. Es folgten weitere Anfälle. Die Diagnose lautete Epilepsie. Offensichtlich haben diese Anfälle eine Veränderung in seinem Gehirn ausgelöst. Genau ab diesem Zeitpunkt hatte ich Bilder im Kopf. Es bildeten sich Figuren. Damals hat Daniel auch angefangen, Zahlen als Formen wahrzunehmen. So etwas ist extrem selten. Aber es gibt noch andere Menschen, die nach einer Hirnverletzung ein ebenso verblüffendes Talent entwickelt haben. Menschen wie Orlando Sorrell. Ich spielte mit Freunden Baseball. Ich rannte als erster los, um den Ball zu kriegen. Der Ball traf mich am Kopf. Es war ein harter Schlag direkt hierhin. Und ich lag am Boden. Wurde nicht ins Krankenhaus gebracht, nicht behandelt, nichts. Etwas Seltsames ist mit Orlando passiert. Seit diesem Unfall kann er zu jedem beliebigen Datum den Wochentag und das richtige Wetter nennen. Der 17. Februar 1980 war ein Sonntag, Sonnenschein, klarer Himmel. 3. Juni 1985 ein Montag, heiß. 28. März 1990 ein Mittwoch. Ich kann es nicht erklären, es schießt in meinen Kopf. Sein Gehirn berechnet diese Kalenderdaten ohne Orlandos Zutun. Keine Ahnung, wie das Gehirn es macht. Orlando und Daniel verfügen über eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit und ein herausragendes Gedächtnis.
Weltweit gehören sie zu einer Handvoll Menschen, die unter Wissenschaftlern als Genies gelten. Die Besonderheit solcher Menschen ist auch das Thema im Kinofilm Rain Man, in dem Dustin Hoffman einen außergewöhnlich begabten Einzelgänger spielt. Und wie in Rain Man sind auch die meisten realen Genies beinahe kontaktunfähig. Sie sind Autisten. Auch Daniel ist autistisch veranlagt. Die Frage ist, welche Rolle spielt das bei seinen Fähigkeiten? Der Neurobiologe und Autismusexperte Professor Simon Baron Cohen aus Cambridge wagt eine vorsichtige Diagnose. Autismus ist ein ganzes Spektrum medizinischer Zustände. Sie machen es den Betroffenen nahezu unmöglich, soziale Kontakte zu knüpfen. Sie können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen und deren Gedanken und Gefühle nachvollziehen. Zugleich entwickeln sie so starke eigene Interessen, zwanghaft geradezu, die sie immer und immer wiederholen. Daher kann man sie als fähig und unfähig zugleich bezeichnen. Trifft das auch auf Daniel zu? Der 25-Jährige hat ohne Zweifel viele außergewöhnliche Talente. Aber wo sind seine Schwächen? Daniels Mutter berichtet über seine Kindheit und ihre Erinnerungen daran sind noch allzu gut. Er war alles andere als ein einfaches Kind. Wäre Daniel mein erstes Kind gewesen, hätte ich kein zweites bekommen. Er hat nur geschrien. Er hat rund um die Uhr geschrien. Wir waren mit den Nerven am Ende. Er schrie, ununterbrochen. Wir fingen an, ihn in einer Decke zu schaukeln. Sein Vater stand am einen Ende, ich am anderen. Und das half uns in unserer Verzweiflung. Gefiel es ihm? Es beruhigte ihn. Die sich wiederholende Bewegung? Ja, sie beruhigte ihn. Das ständige Hin- und Herschaukeln beruhigt ihn. Das ist charakteristisch für Autismus. Wenn Sie sich an seine Zeit in der Grundschule erinnern, haben sich die Lehrer damals schon Gedanken um Daniel gemacht? Oder hielten Sie ihn einfach nur für anders? Wissen Sie noch, was er in der Pause gemacht hat? Ich glaube, ich habe Steine gezählt. Und dann gab es noch dieses Hüpfspiel, Himmel und Hölle. Ich habe aber nur die Zahlen auf dem Spielfeld gezählt. Das hat mich interessiert, alles andere war mir egal. Du hast dich nicht so gut integriert. Ich erinnere mich, wie du auf dem Spielplatz immer zu den Bäumen hochgeschaut hast. Ich sah mir die Blätter an, die Muster auf den Blättern und auf der Baumrinde. Diese Formen und Strukturen sind so komplex, sie erinnern mich an Zahlen. Für mich waren Zahlen immer das Realste überhaupt. Ich war 5, als ich anfing, durch Zahlen hindurchzusehen. Zahlen sind wie Linsen, durch die ich die Welt um mich herum sehe. Ich werde immer Dinge zählen. Ich werde etwas ansehen und sagen, das sieht zum Beispiel aus wie 131. Das sieht aus wie 52. Und ich glaube, dass viele andere Menschen Zahlen genauso sehen und empfinden wie ich. Ich glaube, dass das ganz normal ist. Er hatte Spaß daran, Mathebücher mit nach Hause zu nehmen, sich in seinem Zimmer mit ihnen auf den Boden zu legen und mathematische Probleme zu lösen. In der Welt der Zahlen fühlte er sich sehr viel wohler als in der Welt der Menschen. In der geordneten Welt der Zahlen fühlt sich Daniel geborgen. Das mag zum Teil erklären, warum er so geschickt mit Zahlen umgehen kann. Weil ich so anders war, wussten die anderen Kinder nicht, was sie mit mir anfangen sollten oder wie sie mich ärgern konnten. Also ließen sie mich meist in Ruhe. Daniel ist Autist. Trotzdem ist er in der Lage, Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen. Für einen richtigen Autisten fehlt ein wichtiges Kriterium. Seine Symptome wirken sich in keiner Weise negativ auf sein Sozialverhalten aus.
aus welchem Grund auch immer, gelingt es ihm, sich der normalen Welt anzupassen. Daniel hat Glück. Begnadete Menschen wie er sind nicht selten geistig behindert. Das ist der Preis, den sie für ihre außergewöhnliche Begabung zahlen. Dane Bottino ist auch ein Genie, aber ganz anders als Daniel. Und Mathematik ist erst recht nicht seine Stärke. Als Dane 2,5 Jahre alt war, hat er noch kein Wort gesprochen. Stattdessen drückte er sich durch Kunst aus. Er malte Tag und Nacht. Schon als Dreijähriger malt Dane ungewöhnlich präzise Bilder. Doch seine Begabung hat eine Schattenseite. Was hast du vor? Dane ist geistig auf dem Stand eines Kleinkindes. Seine künstlerischen Fähigkeiten dagegen steigern sich von Tag zu Tag. Er achtet auf jedes kleinste Detail, aber legt sein ganzes Gefühl hinein. Er liebt es, im Sand zu malen und zu beobachten, wie die Wellen sein Bild wegspülen, um dann sofort wieder etwas Neues zu malen. Er mag es, wenn sich Dinge verändern, damit er etwas Neues malen kann. Wie sieht dieser außergewöhnliche Junge die Welt? Es wäre faszinierend, das zu erfahren, wenn er es uns nur erklären könnte. Was Daniel von Genies wie Dane unterscheidet und für die Wissenschaft so interessant macht, er kann beschreiben, was in seinem Kopf vorgeht. Durch ihre Farbe, Struktur und Form erlebe ich Zahlen als etwas Visuelles. In meiner Vorstellung bilden Zahlenreihen ganze Landschaften. Es passiert einfach so. Es ist wie eine vierte Dimension. Die Eins erscheint sehr hell und leuchtend, als würde jemand ein Blitzlicht direkt auf mein Gesicht halten. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Die Zwei ist wie eine Bewegung von rechts nach links, eine Bewegung, die mit dem Strom fließt. Fünf ist wie ein Donner oder wie die Brandung, die gegen einen Felsen schlägt. Sechs ist sehr klein. Sie ist die Zahl, die für mich bildlich am wenigsten bedeutungsvoll ist. Daher stellt die 6 für mich eher die Abwesenheit von etwas dar. Sie ist wie ein Abgrund oder ein schwarzes Loch. Die 9 ist die größte Zahl. Sie kann einschüchternd sein. Daniel sagt, für ihn hat jede Zahl bis 10.000 eine klar erkennbare Form. Bis vor kurzem haben viele Wissenschaftler dieses Phänomen als Blödsinn abgetan. Doch jetzt gibt es dafür eine faszinierende Erklärung. Bestimmte Bereiche unseres Gehirns sind auf verschiedene Fähigkeiten spezialisiert. Dazu gehört beispielsweise das Rechnen oder das Erkennen von Formen. Wenn sich diese Bereiche, die normalerweise getrennt voneinander funktionieren, überkreuzen, kann alles durcheinander geraten. Man hört dann einen Ton und sieht gleichzeitig eine bestimmte Farbe. Oder man denkt an eine Zahl und hat dabei ein ganz bestimmtes Gefühl. Wissenschaftler wie Dr. Julian Escher von der Cambridge University nennen dieses Phänomen Synästhesie. Bei Daniel ist sie besonders stark ausgeprägt. Die meisten Synästhetiker haben eine abstrakte Sicht der Dinge. Während ich flackernde, farbige Flammen sehe, sieht Daniel ganz konkrete Formen in ihnen, was eher ungewöhnlich ist. Julian Escher ist überzeugt, dass Daniels spezielles Vorstellungsvermögen der Grund für sein computergleiches Gedächtnis ist. Wenn er eine Zahl mit 22.500 Stellen wiedergibt, geht er geistig durch eine Landschaft, von der er die Zahlen einfach abliest. Sind die Formen, die Daniel in Zahlen sieht, der Schlüssel zu seinen mathematischen Fähigkeiten? Um mehr darüber zu erfahren, schicken wir ihn zum Zentrum für Gehirnstudien in San Diego, Kalifornien.
Dort wird er von skeptischen Wissenschaftlern auf Herz und Nieren geprüft. Wird Daniel auch sie von seinen Fähigkeiten überzeugen? Daniel Tammet packt für die Reise in die USA. Bevor es zum Zentrum für Gehirnstudien in San Diego geht, reisen wir mit ihm quer durch Amerika. Und er wird uns mit weiteren mentalen Höchstleistungen beeindrucken. Unsere Reise beginnt im pulsierenden und schrillen New York. Doch Daniel fühlt sich von Anfang an unwohl. Auf einen Menschen, der in allen möglichen Formen Zahlen sieht, wirkt diese Stadt bedrohlich. In New York zu sein mit diesen riesigen Wolkenkratzern, das hat eine einschüchternde Wirkung. Ich habe das Gefühl, von lauter Neunen umgeben zu sein. Sie ist überall. Das kann eine sehr unangenehme Erfahrung sein. Daniel sieht sämtliche Objekte als Zahlen. Schon von frühester Kindheit an. Das kann verwirren. Man kann aber auch seinen Nutzen daraus ziehen. Er trifft auf ein paar Schachspieler. Aber anstatt Schach zu spielen, schlägt er ihnen ein Denkspiel vor. Hallo, darf ich kurz mal euer Spiel unterbrechen? Ich heiße Daniel. Er bittet um 5 Minuten Zeit, um sich ein Schachbrett mit 26 zufällig aufgestellten Figuren einzuprägen und bietet $10 für jeden Fehler, den er macht. Dieses Angebot können sie nicht ablehnen. Ich stelle mir vor, dass es kein Schachbrett, sondern eine Zahlenreihe ist. Dann sehe ich die Zahlen bildlich vor mir. Die Zeit läuft und die Spannung steigt. Besser kann ich es nicht. Akribisch prüfen die Schachspieler Daniels Aufstellung, in der Hoffnung, einen Fehler zu finden und damit einige Dollars zu verdienen. Ich habe es bis auf eine Figur hinbekommen. Für einen, der kein Schach spielt, ist das sehr gut. Jetzt sind die anderen an der Reihe. Habt ihr was dagegen, wenn wir jetzt einen von euch testen? Ihr seid sehr gute Schachspieler. Wie ich schon sagte, ich bin ziemlich beeindruckt von dir. Ich weiß nicht, ob ich es besser machen kann als du. Wir geben dir noch ein paar Minuten zusätzlich, um dir alles zu merken. Nun versucht es der Schachspieler. Er hat einen Vorteil. Ihm sind die Figuren und das Spielbrett geläufig. Der andere Spieler, ich ziehe meinen Hut vor ihm, war wirklich gut. Ich war sehr beeindruckt. Er war besser, als ich dachte. Ich glaube, er hat nur 9 Fehler gemacht. Ich finde das sehr erstaunlich. Er kann die Figuren nicht erfüllen und trotzdem kriegt er es irgendwie hin. Das zeigt, dass sein Erinnerungsvermögen wirklich gut funktioniert. Wenn wir über Gedächtnisleistungen sprechen, dann gibt es nur einen Mann, der in einer höheren Liga spielt. Er ist das berühmteste Genie in dieser Disziplin und Daniels nächster Stopp auf seinem Weg nach Kalifornien. Ich freue mich auf Kim Peek. Er soll einzigartig sein. Auf ihm basiert die Hauptrolle in Rain Man. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich zum ersten Mal einen Menschen treffe, dem es genauso geht wie mir.
Daniel macht sich auf den Weg in die Stadtbibliothek von Salt Lake City, in der Kim und dessen Vater auf ihn warten. Nach der Begrüßung ziehen sich die drei in ein stilles Eckchen zurück. Und Daniel erfährt mehr über Kims erstaunliches Gedächtnis. Er hat ein fotografisches Gedächtnis. Er erinnert sich an alles, was er jemals gelesen hat. Er kennt alle Städte der USA, ihre Highways, die Vorwahlen und Postleitzahlen, die Fernsehstationen und die Verwaltungsbezirke. Er kennt die Geschichte der einzelnen Länder, die Namen der Herrscher und wann sie regierten. Die Präsidenten, wann sie geboren wurden, die Namen ihrer Ehefrauen. Er weiß alles über die NASA, wann sie ins All flog und wann sie zurückkam. Er kennt die Bibel, kann aus den Schriften zitieren und alle Fragen zur Bibel beantworten. Alles, was er liest, scheint er zu behalten. Als er 9 Monate alt war, sagten die Psychiater, er sei schwer geistig behindert und würde nie richtig lernen können. Man sollte ihn in eine Anstalt stecken und vergessen. Doch Kim las schon mit 4 Jahren Enzyklopädien und machte mit 14 Jahren das Abitur. Wie schnell kann er lesen? Eine Seite, für die du und ich 3 Minuten brauchen, liest er in ca. 8 bis 10 Sekunden. Er liest die linke Seite mit dem linken und die rechte Seite mit dem rechten Auge und merkt sich davon ungefähr 98%. Daniel stellt nun Kims übermenschliches Gedächtnis auf die Probe. Kim, ich bin am 31.01.79 geboren. Das war ein Mittwoch und dieses Jahr ist es ein Samstag. Im Jahre 2044 wird es ein Sonntag sein. Wann wurde Victoria Königin? 1837 bis 1901. Kim, wenn Churchill noch leben würde, wie alt wäre er? 130. Und an welchem Wochentag hätte er in diesem Jahr Geburtstag? Es wäre ein Dienstag, der letzte Tag im November. 1987 trifft Kim den Schauspieler Dustin Hoffman. Es ist die Geburtsstunde des Films Rain Man. Am nächsten Morgen fuhren wir nach Hollywood, wo Kim den Tag mit Dustin und dessen Kollegen verbrachte. Sie waren sehr beeindruckt, weil Kim auf alle Fragen eine Antwort hatte. Mir kam es vor, als hätte ich ihn jetzt erst kennengelernt. Alles sprudelte nur so aus ihm heraus. Obwohl ich viel älter bin als du, bist du doch ein feiner Kerl. Danke. Das bist du auch. Ja. Er sagt, man muss nicht behindert sein, um anders zu sein, weil sowieso jeder anders ist. In seinem Kopf überschlägt sich alles. Kein Wunder, dass du wie Mary Ruth Haslam aussiehst. Es ist so, als hätte er zu viele Informationen gespeichert. Zum Abschied haben wir uns in die Augen gesehen und er sagte, eines Tages wirst du genauso großartig sein wie ich. Das war ein wunderbares Kompliment. Bevor sich Daniel mit den Wissenschaftlern in San Diego trifft, machen wir noch einen letzten Zwischenstopp. Wie in dem Film Rain Man versucht auch Daniel in Las Vegas sein Glück zu machen. Sein fantastisches Gedächtnis soll ihm beim Spiel im Casino helfen. Für einen, der sich in Menschenmengen und im Blitzlichtgewitter nicht wohlfühlt, ist Las Vegas beinahe eine Zumutung. Ich war noch nie im Casino. Manchmal spiele ich mit Freunden Karten, aber sie spielen nicht gern mit mir. Daniel will Blackjack, die Casino-Variante von 17 und 4, spielen. Dabei ist der Croupier zwar im Vorteil, trotzdem hat jeder Spieler eine Chance zu gewinnen. Es fiel mir sehr schwer, mich hier zu konzentrieren. Das grelle Licht, die Lautstärke, die Atmosphäre, dieser Mix aus Anspannung und Aufregung. Daniel spielt 2 Runden mit jeweils 8 Kartenspielen. Das sind über 400 Karten, die er im Auge behalten muss. Die erste Runde ist eine Katastrophe.
Daniels Chips sind in 0,nix weg. Sein Gedächtnis allein hilft ihm nicht weiter. Er ändert schließlich seine Strategie und folgt nur noch seinem Instinkt. Am Ende habe ich mich nur noch auf mein Gefühl verlassen und auf die Bilder in meinem Kopf. Und im aussichtslosesten Moment setzt Daniel alles auf eine Karte. Das Casino hatte eine 10. Das ist eine sehr gute Karte. Ich hatte 2 Siebener. Kein so gutes Blatt, vor allem nicht gegen die 10. Ich beschloss, die Siebener zu teilen. Ein ungewöhnlicher Zug, statistisch gesehen nicht gerade der beste. Aber ich hatte eine genaue Vorstellung und die sagte mir, dass ich das unbedingt tun muss. Also teilte ich die Siebener auf, verdoppelte meinen Wetteinsatz und bekam eine 3. Karte, auch eine 7. Da war ich mir nicht mehr sicher wegen der Spielregeln, also fragte ich, ob ich auch diese beiden Karten teilen könnte. Sie war überrascht, aber sagte, klar, wenn du das möchtest, und ich teilte sie. Also spielte ich 3 Blätter gegen die 10. Die Zuschauer regten sich auf. Sie sagten, was macht er da? Spielt 3 Blätter gegen eine 10, er teilt 3 Siebener gegen eine 10? Ist verrückt. Dann hob sie für jede 7 eine Karte ab. Mit seinem ersten Blatt bekommt er 21. Mit seinem zweiten Blatt dasselbe noch einmal. Niemand mehr im Raum würde jetzt noch gegen das 3. Blatt wetten. Und auch damit gewinnt er. Sein 6. Sinn verhilft ihm zum Gewinn. Und mit einem Schlag gleicht er all seine Verluste aus. Habt ihr das gesehen? Es ist mir völlig egal, ob ich jetzt verliere. Das war fantastisch. Daniel reist weiter nach San Diego. Im Zentrum für Gehirnstudien steht ihm eine ganze Reihe von Tests bevor. Kann er tatsächlich komplizierte mathematische Aufgaben im Kopf lösen? Und hat er ein so übermenschlich gutes Gedächtnis? Das Team um den Neurobiologen Professor Ramachandran ist skeptisch. Als Rama das erste Mal zu mir kam und sagte, dieses Mathe-Genie kommt hierher, und er kann Zahlen der 4. Potenz berechnen, Primzahlen erkennen und Teilungen mit unzähligen Dezimalstellen durchführen, dachte ich, das wird er vermutlich nur vortäuschen. Oder er hat alles auswendig gelernt. Es gibt ja alle möglichen Techniken. Ich bin da ziemlich skeptisch. Kurz nach der Begrüßung beginnt auch schon der Test. 27 hoch 6. Kannst du das Ganze auch hoch 7 lösen? Ja, okay. 1, 0, 4, 6, 0, 3, 5, 3, 2, 0, 3. Hervorragend. Er ist besser als der Taschenrechner. Ich muss wissen, ob die 03 am Ende richtig ist. Aber ich glaube, es stimmt. 31 hoch 6. Vielleicht ist es der Jetlag. Daniel ist unkonzentriert und auch nicht ganz so schnell. 7, 5, 0, 3, 6, 8, 1. Spektakulär. Daniel hat die Wissenschaftler mit seinen mathematischen Fähigkeiten beeindruckt. Aber sie wissen noch nicht, wie es funktioniert. Gut, wir haben hier jemanden, der behauptet, über große Rechenkünste zu verfügen. Als wir ihn mit einfachen Aufgaben getestet haben, zweistelligen Zahlen wie 37 hoch 7, gab er uns sehr schnell präzise Antworten. Wir haben das mit verschiedenen Zahlen ausprobiert. Die Frage ist nun, wie macht er das? Es ist durchaus möglich, dass Daniel so lange trainiert hat, bis er komplizierte Rechenaufgaben auswendig lösen kann. So abwegig ist der Gedanke gar nicht. Ein Beispiel aus Japan zeigt, zu welchen Spitzenleistungen das menschliche Gehirn fähig ist. Tatsächlich können auch ganz normal begabte Menschen lernen, schwierigste mathematische Aufgaben im Kopf zu lösen. In Tokio wird in einigen Schulen noch mit dem Abakus gearbeitet.
Mit 4 Jahren erlernen die Kinder die Grundkenntnisse. Sie üben jeden Tag. Mit 12 Jahren sind die kleinen Genies rasend schnelle menschliche Rechenmaschinen. Aber diese Unterrichtsstunden sind nichts für sensible Gemüter. Ich bin ziemlich streng, sodass manche Kinder auch schon mal anfangen zu weinen. Es kommt auch vor, dass ich sie schlage, aber sie kommen trotzdem hierher. Ich hoffe, sie sind glücklich. Wenn sie üben, lächeln sie allerdings nie. Seit 8 Jahren trainieren diese Kinder ihre Gehirne. Klassenbester ist der 12-jährige Kotakatsuka. Ich übe 2 Stunden täglich und am Wochenende sogar 10 Stunden pro Tag. Ich möchte japanischer Meister werden. Gemeinsam mit den anderen mentalen Überfliegern löst Kotakatsuka hochkomplizierte mathematische Aufgaben. Die Rechenmaschine braucht er nicht mehr. Sie ist als Bild in seinem Kopf. Statt Holzkügelchen schiebt er nur noch dünne Luft hin und her. Diese Kinder beweisen, mit viel Übung kann auch ein normalbegabter Mensch sehr schnelle Rechnungen im Kopf ausführen. Hi! Hi! Komm her, Mei! Bei Daniel ist es anders. Er sagt, dass er seine Rechnungen nicht bewusst macht. Vielmehr ergeben sich die Lösungen ganz spontan und von selbst. Und er behauptet darüber hinaus, ein Gefühl für Primzahlen zu haben. Unteilbare Zahlen wie die 3 oder die 89. Du kannst gut mit Primzahlen umgehen, stimmt das? Wenn sie glatt, sagen wir, rund genug ist, dann kann ich sagen, ja, das ist eine Primzahl. Wenn sie rau ist, eine Struktur hat, kann ich sagen, nein, das ist eine zusammengesetzte Zahl. Wenn es eine Primzahl ist, regt sich etwas. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist ungefähr hier. Auf jeden Fall ist es ein wunderbares Gefühl. Hat Daniel wirklich ein besonderes Gefühl für Primzahlen oder filtert er sie mit einer Formel einfach heraus? Letzteres wird der Forscher sofort merken. 1399. Ja. 4587. Nein. 7739. Nein. 1505. Ihr Versuch, Daniel auszutricksen, scheitert. Doch seine Behauptung, Zahlen unterschiedlich groß zu sehen, bringt Shai Azulai auf eine neue Idee. Wenn die 9 für ihn eine ganz große und die 6 eine ganz kleine Zahl ist, dann müssten wir ihn doch kriegen. Daniel bekommt 2 Blätter mit Zahlen, die er sich einprägen soll. Und sie haben ihm eine Falle gestellt. Auf einem Blatt hat er Zahlen, die seinen Vorstellungen entsprechen. Die 9 ist ganz groß und die 6 ganz klein. Auf dem anderen Blatt ist alles umgekehrt. Die 6 ist riesig, die 0 ist riesig, die 9 ist ganz winzig. Alles ist verwirrend und ganz anders. Theoretisch muss es Daniel leicht fallen, sich Zahlen zu merken, die seiner bildlichen Vorstellung entsprechen. Umgekehrt muss es schwer sein, wenn die Zahlen völlig andere Größen haben. Tatsächlich schneidet Daniel bei den Zahlenreihen mit den richtigen Größen ausgesprochen gut ab. Anders sieht es bei dem Blatt aus, auf dem Zahlengrößen durcheinander geraten sind. Doch verglichen mit anderen war er immer noch absolute Spitze. Furchtbar. Es hat mich abgeschreckt, dass die Zahlengrößen nicht dem Bild entsprechen, das ich immer im Kopf habe. Hinterher beschwerte er sich, warum wir das gemacht hätten, wie frustriert er sei, wie er sich gequält hätte. Das sollten wir nicht nochmal machen. Mir kam es so vor, als würde ich Punjab lesen. Aber ich spreche Punjab nicht. Das Team ist beeindruckt, aber noch immer nicht restlos überzeugt. Die Wissenschaftler können sich nicht vorstellen, dass Daniel für jede Zahl zwischen 1 und 10.000 ein Bild im Kopf hat. Professor Ramachandran bittet Daniel, einige seiner Zahlen mit Knete zu modellieren. Was er ihm verschweigt, am nächsten Tag wird der Test wiederholt.
Die Frage ist nun, ob die Zahlen immer dieselbe Form haben. Wir vergleichen sie miteinander. Eine frappierende Ähnlichkeit, sehr interessant. Nehmen wir die 58, dasselbe. Sie sehen sich sehr ähnlich, haben dieselbe Farbe, dieselbe Form, aber nicht genau dieselbe. Die 810 von heute und die von gestern. Schon wieder ähneln sich die Formen. Der Gesamteindruck ist also, dass er ziemlich konsequent dieselben Formen produziert. Diesen Test hat Daniel zwar bestanden, aber der Professor und sein Team sind noch immer skeptisch, ob Daniel tatsächlich mit Gefühlen auf bestimmte Zahlen reagiert. Ich war ziemlich gemein und habe Daniel einen Streich gespielt. Er sagte, er liebe Pi wegen seiner schönen Form. Es war also diese besonders schöne Form. Wenn er sie nun so schön findet und Pi ihm normalerweise ein wunderbar warmes Gefühl vermittelt, dann dachte ich, zeige ich ihm etwas, was auf den ersten Blick wie Pi aussieht. 3,14. Bearbeite es aber ein bisschen und setze noch Zahlen wie die 6, die er gar nicht mag, dazwischen. Sie schließen Daniel an eine Art Lügendetektor an. Jede Gefühlsregung wird gemessen, egal ob positiv oder negativ. Wenn Daniel eine Zahl sieht, die er wirklich mag, müsste es ein eindeutiges Signal geben. Von meiner Theorie überzeugt, zeigte ich ihm eine verfälschte Zahl Pi. Und wir konnten eine deutliche Reaktion messen. Die Anzeige schlug aus und dann schlug sie wieder aus. Und als er die Zahl genauer untersuchte, wurde ein Ruck nach dem anderen angezeigt. Die Elektroden hörten gar nicht mehr auf, auszuschlagen. Hinterher fragte ich ihn, was in seinem Kopf vorgegangen sei, als er sich Pi ansah. Da sagte er, hier ist die Zahl Pi, die ich so sehr liebe. Ich sehe sie und wenn ich dann plötzlich die Landschaft anschaue und einen Graben entdecke, der da nicht hingehört, wenn der Berg fehlt und das ganze Bild einfach nicht stimmt, frage ich mich, wie man etwas so Schönem so etwas antun kann. Und obwohl es schon gemein war, ihn so zu ärgern, wissen wir jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit, dass bei ihm bestimmte Gefühle mit diesen Zahlen verknüpft sind. Weil die angezeigten Reaktionen das Diagramm regelrecht sprengten. So etwas kann man nicht vortäuschen. Dieses Ergebnis zeigte mir, dass er uns nicht an der Nase herumführt. Sogar die Fehler, die Daniel macht, sind Fehler, die mir sagen, das ist legitim. Ein Betrüger würde so etwas nicht machen. Aber wenn Daniel nicht trickst, wie kann er schwierigste Aufgaben ohne die geringste Anstrengung im Kopf lösen? Du hast die Aufgabe im Kopf gerechnet. Was passierte dabei? Ich habe ein Bild im Kopf. Dieses Bild verändert sich, es entwickelt sich weiter. Am Anfang ist es sehr unscharf. Und mit der Zeit ist es immer deutlicher zu erkennen. Und dann ist es so scharf, dass ich die Zahlen von dieser Landschaft ablesen kann. Das Bild wird klarer. Ja. Bei einer Multiplikation schweben die zwei Zahlen in klar erkennbaren Formen vor ihm. Der Abstand zwischen ihnen bildet eine dritte Form, die Daniel als eine neue Zahl, die richtige Lösung, wahrnimmt. Er rechnet unbewusst. Wenn es um Zahlen geht, vollbringt Daniels Gehirn eine außergewöhnliche Leistung. Dieses Phänomen ist selbst für die Wissenschaftler ein Rätsel. Es könnte der Schlüssel zu völlig neuen Erkenntnissen sein. Doch wir haben noch einen letzten Test für Daniel. Wir fliegen mit ihm nach Reykjavik und geben ihm 7 Tage Zeit, Isländisch von Grund auf zu erlernen. Und er muss beweisen, dass er es kann. Wird Daniel auch das schaffen? Daniel tritt seine Sprachferien an. Von nun an hat er 7 Tage Zeit, Isländisch zu erlernen. Selbst Einheimische sagen, dass es ein unaussprechliches Kauderwelsch ist. Ich würde sagen, das Schwierige an der Sprache ist die Grammatik. Wir haben komische Laute. Wir haben zum Beispiel sowas. Die Zeit läuft und Daniel braucht unbedingt Unterrichtsstunden. Seine Lehrerin ist nicht sehr hoffnungsvoll.
Es heißt, richtig Isländisch zu lernen, sei nahezu unmöglich. Deshalb haben die Ausländer von Anfang an das Gefühl, dass es unmöglich ist. Unmöglich, diese Sprache in einer Woche zu erlernen. Es ist omöjligt. Das ist Isländisch für unmöglich. Wird Daniel diesmal an seine Grenzen kommen? Wenn man eine Sprache lernt, hört es sich wie zzz an. Das ist, was man hört. Man versteht nichts. Laber, 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 laber. Das Ohr muss sich an das Fremde gewöhnen und eine Antenne dafür entwickeln. Eine Sache ist, eine Sprache zu sprechen, um sich mit jemandem unterhalten zu können. Aber es dauert länger, das gewisse Gefühl für die Sprache zu entwickeln, ihr zuzuhören und sie zu verstehen. Es dauert eine gewisse Zeit, bis sich das Ohr auf die andere Aussprache eingestellt hat. Doch schon bald ist Daniels Sprachlehrerin nur noch begeistert. So etwas hat sie noch nie erlebt. Wie ein Staubsauger hat er die Wörter in sich aufgesaugt und im Kopf abgespeichert. Nach und nach entwickle ich ein Gefühl für die Sprache. Je mehr ich höre, desto besser verstehe ich sie. Mit seiner Lehrerin zu plaudern ist eine Sache. Live im Fernsehen zu sprechen, das ist die eigentliche Prüfung. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Wenn er zu aufgeregt ist, kommt nichts dabei heraus. Die Woche ist vorüber. Daniel bereitet sich mit seiner aufgeregten Lehrerin auf die Live-Sendung vor. Myndum ótrúlegt minni hans og er tungumála námi hluti af því. Við ætlum að reyna að tala við Daniel Tammet á íslensku næstu mínúturnar. Velkomin. Velkomin. Hvernig hefur gengið að læra? Mjög vel, takk. Íslensk er fyrir mig svo falleg og já, er fett að læra á sjö dögum. Þegar ég sé íslendinga tala á íslensku er svo auðvelt eins og anda og ég er með íslensku astma. Daniel hat den Test bestanden. Er hat in 7 Tagen eine völlig neue Sprache von Grund auf gelernt. Aber die Frage ist, wie gut hat Daniel tatsächlich Isländisch gesprochen? Wie klingt das, was er davon sich gegeben hat, in den Ohren der Isländer? Ich war erstaunt. Er hat alle unsere Fragen beantwortet. Er verstand sie sehr gut und dabei fiel mir seine ausgezeichnete Grammatik auf. Wir sind sehr stolz auf unsere Sprache. Dass jemand sie nach nur einer Woche spricht, ist großartig. Daniel ist einzigartig. Ich würde sagen, er hat eine besondere Gabe. Und so einem begabten Menschen werde ich bestimmt nicht noch einmal begegnen. Ich würde sagen, Daniels Können geht einfach über alles Menschliche hinaus. Es gibt keine Zweifel. Fähigkeiten, wie Daniel sie besitzt, sind extrem selten. Der Genie-Experte Dr. Daryl Trafford hat seit seines Lebens das Rain-Man-Phänomen studiert. Ich schätze, dass es weltweit weniger als 50 solcher Menschen gibt. Daniels Fähigkeiten sind wunderbar. Unvorstellbar, dass sein Können auch in uns stecken könnte. Und dabei ist Daniel noch mit übernatürlichem Glück gesegnet. Der Grat zwischen großem Talent und sagenhaftem Durcheinander ist wirklich unglaublich schmal. Was Daniel von anderen, meist verwirrten Genies unterscheidet, er kann beschreiben, was mit ihm passiert. Zum ersten Mal erahnen die Forscher, wie das Gehirn eines Genies funktioniert. Die große Frage ist, ob wir alle diese Fähigkeiten besitzen, ob wir alle so etwas wie den kleinen Rain Man in uns tragen.
Was ich mache, ist nicht übernatürlich. Ich glaube, man kann es erklären. Es gibt ungeahnte Fähigkeiten, die vielleicht jeder in sich hat. Wir müssen neu darüber nachdenken, was Intelligenz eigentlich ist. Womöglich werden wir dann alle wissen, was Daniel Tammet schon jetzt weiß.